Und damit wünsche ich euch ganz herzlich willkommen zu Ghost of Tsushima. Damit ich das direkt aus dem Weg habe. Konnichiwa, Minasan. Nein, ich kann kein Japanisch. Auch wenn ich scannen können würde. Ich weiß nicht, warum da Fortfahren steht, aber wir fahren nicht fort, denn ich habe noch gar nicht angefangen. Genau. Ich möchte wirklich ein neues Spiel starten, denn wie gesagt, ich habe noch nicht angefangen. Schwierigkeitsstufe ändern. Für Spieler, die ein ausgewogenes Spielerlebnis mit moderater Herausforderung möchten. Ich weiß, dass Zimbel auf schwer gespielt hat oder tödlich. Weiß ich gar nicht mehr. Ich bin auf jeden Fall kein guter Spieler. Deswegen bleiben wir einfach mal beim Mittel. Dialoge auf Deutsch. Wie wär's mit Nein? Auf Deutsch mit Untertiteln auf Deutsch. Nein, auf Japanisch mit Untertiteln auf Deutsch. Das ist natürlich auch cool. Der Kurosawa-Modus. Den würde ich vielleicht irgendwann mal für verschiedene Kämpfe anmachen wollen. Mal gucken. Wir spielen das Samurai-Kino. Dialoge auf Japanisch mit Untertiteln auf Deutsch. Denn Japanisch ist eine verdammt coole Sprache. Finde ich. Und das wird eine verdammt epische Cutscene. もなみだもなく、ただひたすらに暴虐だ。我が方は80、無勢なれど対馬の民を守らねばならない。今日俺はこの命を捨てる。 船が海を覆っている。死を恐れるな。飲み込まれるぞ。習わし武勇誉れ。それが我らが道だ。我らこそ島の勇士。我らこそモノノフだ。 Das sieht so krass aus, ne? Und es ist so ein unfassbar schönes Spiel. Also die Grafik, nicht unbedingt die Geschichte, aber die Grafik. よく聞け。腕に覚えのものあらば、いでよ。なんだ、チムニだ。我こそは足立春信。 あの足立義信が五代の末裔なり。侍、我に。 Also wenn das mal kein ultra episches, zwar extrem grausames, aber ultra episches Intro ist, dann weiß ich auch nicht. Falls es noch nicht offensichtlich sein sollte, spielt übrigens keine Rolle.
wie wir uns hier schlagen. Denn das passiert immer. Nicht schon rennen? Nein, da habe ich jetzt meine... Das ist Verteidigung. Darf ich irgendwie rennen? Ah, das ist mein Ausweichen. Also hier kann man so ein bisschen lernen, wie das Spiel am Ende des Tages funktioniert. Also die richtigen Mechaniken, die kommen alle erst noch. Wie so ein klassisches Intro einfach. Ja, und da habe ich dann zum Beispiel schon mal verkackt. Was irritiert mich, dass ich... Es irritiert mich, dass ich auf den... Für mich sind irgendwie alle Knöpfe vertauscht. Ja. Muss man auch erstmal schaffen, auf Mittel im Intro zu sterben. Und es irritiert mich maximal, dass man zum Rennen den linken Stick reindrücken muss. Da ist mein schwerer Angriff. Es läuft ja schon mal ein bisschen besser. Ja, die Samurai und ihre Ehre. Ja, so viel zu gemeinsam. Ich hab da irgendwie was im Rücken. Ich hab da noch was im Rücken. Es tut bestimmt nicht gut. Einfach. Wagana wa Koto, Fubirai no Itoko, Chingis no Mago da. Kotun Khan.
Kublai Khan und Genghis Khan. Kike. Omae wa senshi da. So de aru. Shougai wo tanren ni ake kure. Katenu hazu no ikusa ni mo subete uchi katte kita no daru. Daga onore ga yaiba wo togu aida ni warera no tehazu wa totonotta. Mananda no da. Kono kuni no kotoba. Shikitari. Shinkou. Dono mura wo kai narashi. Yaki harau kao na. Ima ichido onore ni tou, samurai wo. Ware ni kudaru ka. Was erwartet er? Naja, weil man es noch nicht gesehen hat, wir spielen Jin. Jin Sakai. Das Wappen ist in unserer Klinge geritzt. Nicht müsstest du Schmerzen auch im Rücken haben. Also, viel mehr im Rücken. Ja, wir leben. Wie kann ich denn Kokoe? Mokodomo. Ich kann mich gerade nicht ducken. Aber ich kann Es gibt Stealth in diesem Spiel. Aber wie wir relativ früh noch lernen werden, ist Stealth natürlich nicht ehrenvoll. Und netterweise gucken alle von uns weg, dass wir uns hier rein tutorialen können. Wohl eher ein Verzweifelter. ここにはない。私に任せて。ほら、隠れろ。殺さないで。米を出せ。
Hallo, Yuna. Ja, noch müssen wir uns verstecken. In der Tat. おそらくね。猛虎に囚われてるけど。場所はわかるか。東の海岸沿い。カネタの木であろう。叔父上を捕らえたことで、守りも手薄のはずだ。攻め入るなら今しかない。殺されるよ。だが無事にお助けすれば、猛虎を打ち払うことができる。鎌倉に下部身を送り、 ご助力も超えよう。あんたが切られるのを見るために世話してやったわけじゃないよ。ではなぜ助けた？死なれちゃ困るからさ。手を貸してほしい。叔父上さえご無事なら対馬は助かる。俺にとっても唯一の身内。行くぞ。 何が望みだ。曇って。きつくね。のはこらえて行くよ。 Man hat es vielleicht schon gemerkt, aber solange geredet wird, werde ich die Klappe halten. Denn so grausam das auch alles ist, weil Krieg ist halt einfach grausam, so interessant finde ich es, den Gesprächen zu lauschen. Ich meine, im Moment sind es keine Gespräche, sondern eher, ich sag mal, Anweisungen oder Befehle. Aber das Spiel hat eine sehr coole, sehr dunkle, aber sehr coole und sehr grausame Geschichte. Wie zu erwarten ist. Ich bin noch direkt hinter dir, chill. バンペイド。屋根に登り、戦場を漁るとは野党だな。その時いるものをもらうとく。俺の立場か。立場は食べ物と薬に変えた。なんだと？怒るな。買い手を捕らえて取り戻してやるわ。Ja, ist in Ordnung, I guess. Also looten kann ich.
Kämpfen und timen ist schwierig, aber looten kann ich. Außerdem werde ich früher oder später noch massiv viel davon brauchen. Also sobald wir ein bisschen weiter in der Story sind, dann wird man das schon feststellen. Mit durchsuchen meine ich natürlich looten, was das Zeug hält. Mit anderen Worten, die zwei Päckchen Vorräte. お前にかなう者はいないな。だが、まだまだ太刀に振り回されておる。稽古中です。父親の武具でか？これは堺家の宝刀。 戦を鎮め、命を救った太刀だ。殴られたのか？いえ。身を守る術を教えてやろう。心得ています。刃を操るには、何よりもまずその心を鎮めねばならんぞ。 できます、叔父上。そうか。稽古の成果を見せてみろ。わしを撃ってみよ。はい、叔父上。 撃ってこい。 Damit habe ich gerade seine Haltung gebrochen. よろしい。さように戦えれば、あざをつけられることもなかったな。不意をつかれたんです。では、そのあざをつけた者が戻ってきたら、汚い手もためらわぬ相手から、いかにして身を守る。 私の方が身軽でしょう。間合いの外から疲れるのを待って人たちで倒します。よろしい。敵がいかに策を巡らそうとも武士たる者は臆すことなく戦わねばならぬぞ。肝に銘じます。ではわしの防御を崩せ。酒井陣が勇ある武士だと示してみよう。 Ich meine, wehrt sich nicht. Yameyo. Kousanda. Kagen shimashita ne. Shite oran. Tachi de attara. わしは死んでおった。嘘です。お前に嘘をつく者か。よし、次はわしの攻めを防いでみよう。手心を期するでないぞ。よし。良いぞ。疲れた。休みませんか。まだ終わってはおらんぞ。腹を据え、痛みに耐えてみせよ。よし。 Das ist deine Gesundheit. Danke, hätte ich nie erraten.
Das ist deine Entschlossenheitsanzeige. Nutze deine Entschlossenheit, um dich zu heilen und andere Spezialfähigkeiten einzusetzen. Heilung kostet einen Punkt. Und je nachdem, was für eine Spezialfähigkeit wir benutzen, kostet das auch mal mehr als einen Punkt. Du erhältst Entschlossenheit, wenn du Gegner tötest, Angriffe parierst und andere fortgeschrittene Fähigkeiten einsetzt. Das ist so eine Timing-Geschichte, bei der ich wahrscheinlich echt schlecht sein werde. よし、その気だ。ついた後の隙を見逃すな。良い切り返しだ。うまく避けた。良いか。かわしたらすぐさま攻めろ。なかなかの切り返しだ。この roten Angriff muss man ausweichen. いかなる武具も、いかなる兵も打ち破る手はある。ご指導、痛み入ります。終わってはおらぬぞ。 さて、陣よ。わしと刀比べをする気はあるか。あざができますよ。大口を叩くな。一つ賭けでもしよう。先に5本打った方が優劇を決めるとする。ではタコにしましょう。お見事です。うまいぞ、陣。腕を。 前にあと一つだけ問う。代々当家の武士は規律を守ってきた。何を重んじてきたかわかるか。主への忠義、己を律すること。あと申してみよう。誉れ、勇猛に戦い、堺の家を守ることです。 それは父の言葉であろう。お前にとっての誉れとは。それは民を守ること。己を守れぬ者らを。お前は優しいな。Ein besseres Herz als ihr. まずは主に仕えながら皆に示すのだ。勇気と真偽と節制と。たやすく思えますか。 行うは形だ。わしも日々苦心しておる。しかし我らは規律を守ることで民の模範にならねばならん。もちろん武士にとってもな。それが誉れを売る道だ。 I've not heard samurai. Wie passend, dass wir jetzt den ersten Speerkämpfer haben. Ah,見つけたんだね。馬はどこにおる？馬屋にいるかも。来て。 Man konnte irgendwie nicht so. Auch nicht so. Ging das nur auf der PlayStation? Wahrscheinlich, ne? Es wäre cool, wenn das hier auch irgendwie ginge, aber anscheinend nicht. Man konnte das Blut von seinem Schwert wegschütteln, Anführungszeichen. Diese Animation sah unfassbar cool aus. Auf der PlayStation musste man dafür, glaube ich, dieses Kontextpad benutzen. Also dieses muss man irgendwie in irgendeine Richtung swipen. Ich kann es nicht so.
道理に背くつもりはないぞ。来い、鬼畜ども。ないだろうね。もう隠れんたちも取り返した。ちょっと。Lauft ihr mir nach? Oh, es ist gar kein Haus. Es ist ein Unterstand. Bampeda. 一人も逃がすでない。ありがとうございます。お侍は皆死んだと聞きましたが。どこかにかくまってもらえ。小金寺に行こうと思います。よし、街道は避けよう。必ず息子を守るのだぞ。あんた無茶ばかりするね。あやつは戦えぬからな。それに、これ以上見殺しにはできぬ。あんたなら大勢を救える。弟が猛虎にさらわれた。だから俺を助けたのか。私にはあの子しかいない。叔父上がお待ちなのだ。頼む、高さへ戻ればそれでいいんだ。叔父上をお救いした後でいいのならば探してみよう。一緒に行くよ。馬屋はすぐそこだよ。よ、ダン。馬屋へ急ごう。そう、irgendwann kann ich das Spiel。こやつらは軍馬。浜に連れて行かなかった馬だ。命拾いしたね。運がいい。どの馬に乗りたい？Okay, das ist durch die Digital Deluxe Version. New Game Plus. Nee, ich habe nicht mal ein Game gespielt. Ich würde sagen, das Schwarze passt, oder? Ja, ist richtig. Ich möchte das Digital Deluxe nicht. Kage passt. Weil es dunkel ist.城の中だね。So. Aber bevor wir da reingehen, würde ich mal ganz kurz nach der Aufnahme gucken. Moment. So, da bin ich wieder. Ich bin eigentlich ganz zufrieden damit. Ich habe jetzt den Sound ein kleines bisschen leiser gedreht. Ich fand den ein kleines bisschen zu laut und ich habe noch ein bisschen an den Grafikeinstellungen rumgespielt, denn leider haben tatsächlich zwei Cutscenes geruckelt. Das finde ich ein bisschen ärgerlich. Ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen besser wird. Ja, Otemon から入る。ハーンは足立殿を生きたまま焼き殺し、叔父上を恥ずかしめ、武士を皆殺しにした。この恥はすすがねばならぬ。正面から突っ込んだらお仲間と同じ目に遭うよ。
猛虎もそう考えるだろう。だが、こたびは俺が。Wir haben ja eben gelernt, zuerst zu schlagen ist vielleicht nicht unbedingt die klügste Idee. Onushi wa koko de matte ore. Gab da zum Herausfordern einen speziellen Knopf. Okay, Herausforderungskämpfe. Näherst du dich einem feindlichen Gebiet und näherst du dich feindlichen Gebieten, kannst du Gegner zu einem Kampf herausfordern. Halte Y gedrückt, wenn sich dein Gegner nähert. Lasse Y los, sobald er angreift, um ihn mit einem einzigen tödlichen Schlag zu besiegen. Ach nee, warum ruckelst du denn jetzt auch hier? そう申したであろう。 Ich habe so das unbestimmte Gefühl, dass das Rumstellen das Ganze eher schlechter gemacht hat. Moment, ich stelle mal kurz wieder zurück. So, da bin ich wieder. Ich habe ein bisschen wieder rumgestellt. Ich hoffe, dass das Ganze jetzt besser läuft. Und wenn nicht, dann bin ich sehr, sehr traurig. Oh, stimmt. Genau, das geht ja auch. Wenn Gegner noch halbwegs leben, kann man Leiden beenden für, ich glaube, einen kompletten Punkt. So, eine Sache möchte ich jetzt nochmal ganz kurz auch so in-game machen. Ich würde ganz... Oh Gott, warum bist du noch einmal so riesig? ich würde ganz gerne die Kameraempfindlichkeit hochstellen. Weil das... triggert mich gerade schon die ganze Zeit. Probieren wir mal 80 aus. Ich hoffe, das ist Maus. Kann sogar noch mehr. Und ganz ehrlich, wer mit invertierter Kamera spielt, ist genauso ein Monster wie die Leute, die das Klopapier falsch rum aufhängen. Das fühlt sich besser an. Ja, ich bin echt ein guter Spieler. これ以上は無理だ。 お主は戻れ。一人で逃げ道を探しておけ。叔父上を助けたらすぐに引く。馬も用意しとく。頼む。俺が戻らねば森に逃げろ。 Eine Sache, die ich übrigens auch sehr schön finde, ist, wenn die Mongolen reden, ist das tatsächlich nicht übersetzt. Das ist tatsächlich, also ich finde das sehr immersiv, weil Jin würde Mongolisch ja auch nicht verstehen. Und ich bin echt ein verdammt guter Spieler. Ich lache mich selbst auf Mittel von allen treffen.
Mann, ey. Okay, selbst wenn man jetzt den den Tod im Intro nicht mitzählt, war das gerade einfach nur peinlich. ja. Ich gelobe Besserung. Ich muss das mit dem Parieren tatsächlich mal hinkriegen. Weil Parieren ist extrem stark. Wie man sich vielleicht denken kann. So, diesmal habe ich wenigstens getroffen. Pfeilen ausweichen. Bevor sie mit Pfeilen schießen, stoßen Mongolen-Bogenschützen einen Ruf aus, damit ihre Verbündeten sich rechtzeitig ducken. Dosho! Dosho! Ja, wie man vielleicht... Also bisher hat man das mit Sicherheit nicht gemerkt, weil ich es noch nie selber gespielt habe. Aber ich kenne das Spiel tatsächlich. Ach komm schon, lass mich doch zu ihm hinlaufen. Oh, ich kriege im Feuer tatsächlich Schaden. Das wusste ich tatsächlich nicht. Da Leiden beenden gibt einen kompletten Punkt. Ich meine realistisch, aber ich wusste nicht, dass man im Feuer tatsächlich Schaden kriegt. Ich versuche gerade immer noch die Taste zum Swipen rauszubekommen, aber ich glaube, das gibt's einfach nicht. Hi. Vielleicht auch merkt, die schweren Angriffe sind deutlich langsamer als die schnellen Angriffe. Komisch. Deswegen werde ich auch so oft getroffen, weil ich dumm bin. Und das Spiel noch nicht kann. に見せてやる。己が我に蹂躙されて情けをこう姿をな。さあ、どうする、堺人。 Es ist wahrscheinlich kein Geheimnis, dass man diesen Kampf nicht gewinnen können soll. Bin mir ziemlich sicher, selbst wenn man gewinnt, verliert man. Ich weiß nicht mal, ob man ihm Schaden machen kann. Aua. Das hat ganz schön wehgetan, Khan. Ja, man kann ihm Schaden machen.
Ja. Hat lang gehalten. Immerhin habe ich ihn mal getroffen. Das ist mehr, als ich erwartet habe.今参る。島中の者がお父上を弔いに来ております。皆を返してくれ。何をおっしゃいますか。若様が堺の家督なのですよ。ああ。お一人ではありませんよ。お父上は風となり導いてくださり、お母上は鳥となり見守ってくださいます。おじ上は。ご本人が。 Ich werde ein kleines bisschen vorweggreifen. Also nicht zum Spiel, sondern zu mir. Ich weiß persönlich von ein bzw. zwei Stellen, bei denen ich auf jeden Fall heulen werde. Nur schon mal so. Ich glaube, wäre ich, dass der hier langläuft. Ich würde allen sagen, sie sollen sich nicht verbeugen. Danke, Ishikawa. Sensei. すべて私のせいです。ジン、それでも武士か。父上は私をかばって。無念はない。それがモノノフ。これからはお前が意志を継げ。 明日、わしの砦に来るがよい。迎え入れよ。今日は父に別れを告げろ。
Und erneut leben wir. Da ist er, der weisende Wind. Und ich glaube, die Lore ist, dass das sein Vater sein soll, der weisende Wind. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Man, guck dir das an, das Spiel ist so wunderschön. Jeder einzelne Grashalm. Und alles bewegt sich, auch alles da hinten bewegt sich einfach. Das sieht so gut aus. Da sind unsere Pferde. Yuno. Yuno. どうだった?志村殿を見つけ、お助けしようとしたが、あえなく母に。おじ上は嘆いておろう。あんたが無事でよかったよ。ぶっ飛んだ angeknackstes Ego。命を捨てても対馬を救うつもりが、今や猛虎に故郷を乗っ取られ、味方もいなくなった。 自分より強い奴に負ける気持ち、わかるよ。情けないよね。でも、死んじまったら元も子もない。生き延びるためなら何だってやらなくちゃ。このまま再び、ハーンに挑んだとしても、帰り討ちに遭うのは必要。他の手立てを考えねばなるまい。 Und jetzt sind wir wie wilde Pokémon. Wir verstecken uns im hohen Gras und greifen dann an. Nein, natürlich nicht. Ist natürlich auch witzig, dass sie uns jetzt mit unseren roten und schwarzen Rüstungen im weiß-grünen Gras nicht sehen. Aber ja, das ist eine Mechanik. Wir können uns im hohen Gras verstecken. Aber der erste Pferdecrash der Geschichte. Moko, anta o sagashiteru. Onushi wa nigero. Ore ga Moko hei o hikizukeru. Taka o tasukeru made soba o hanareru tsumori wa nai yo. Dewa mazu kasei o eneba na. Ude ga tatsu to ieba Ishikawa sensei ya Adachi Masako dono. Kono o futari o. Taka datte ude wa ii. あの子を助ければ島で一番の鍛冶屋が味方につくんだ。城に忍び込める道具だって作れるよ。では壁を登れるようなものは。鷹の腕なら朝飯前さ。捕まった場所は。ケチのあたりだった。お主は先に行っておれ。後で向かおう。あの子は弱いから長くは持たない。ユナ。必ず弟は助ける。
So trennten sich unsere Wege fürs Erste. Oh, guck dir das an. Und ich schwöre, wenn nachher mal gutes Wetter ist, sieht das Spiel noch sehr viel besser aus. Und es gibt verschiedene Stellen in diesem Spiel. Mit bunten Blättern. Das sieht einfach fabelhaft aus. Sucker Punch Presents Ghost of Tsushima. Akt 1. Rette Fürst Shimura. Spoiler, das wird noch ein Stündchen oder zwei dauern. Tracht des Reisenden. Perfekt für alle, die eine lange Reise bevorsteht. Genau, wir haben verschiedene Kleidung. Außer die kaputte Rüstung, die verschiedene Effekte haben. Wie zum Beispiel diese Rüstung für später. Man sieht, Verbesserungen ansehen. Und es sind verschiedene Sachen, die grau sind, die wir mit Verbesserungen freischalten können. Ist diese Rüstung extrem gut, um zum Beispiel die Karte aufzudecken oder Artefakte zu finden. Also lohnt es sich früher oder später für Completionists auf jeden Fall, die zu upgraden. Und die werden wir auch ausrüsten, denn unsere kaputte Rüstung macht absolut gar nichts. Aber wir können sie in noch grauer machen als sowieso schon. Da haben wir das Katana, das können wir auch ein paar Mal aufwerten. Und wir sehen noch ganz viele leere Slots da. Das wird sich später auch noch ändern. Warme Umarmung der Sonne. Genau. Blitzender Sonnenaufgang. Okay, was ist das? Ach, das ist der Sattel. Ja, die sieht eh viel cooler aus, rot. Danke. Haben wir uns gerade schon angeguckt. Und das ist die Tracht des Reisenden. Wir sehen jetzt halt nicht mehr aus wie ein Samurai, aber ich glaube, fürs Erste ist das verkraftbar. Und was ultra cool ist, erstens, wir können vom Pferd abspringen. Aber was wir gerade gesehen haben, wir können ein Lied spielen und schon verziehen sich die Wolken. Wenn mal schlechtes Wetter ist, können wir dieses Lied spielen, um schönes Wetter zu machen. Und man schaue sich einfach nur mal die gelben Wälder da hinten an. Absolut fantastisch. Aber das soll es erstmal gewesen sein fürs Intro. Ich freue mich sehr darauf, das jetzt endlich zu spielen. Ich habe so ewig lang gewartet, bis das auf PC rauskommt. Und dann jetzt, seit ich es tatsächlich aufnehmen könnte, habe ich auf ein Grafikkarten-Update gewartet. Was jetzt gestern passiert ist. Endlich. Und ich bin sehr glücklich, dieses Spiel endlich spielen zu können, denn es sieht einfach fabelhaft aus. Es spielt sich mit Sicherheit auch fabelhaft, wenn ich es denn dann mal kann. Ich habe gerade nur auf Pause gedrückt, weil ich... Oh, okay, das ist der Part anscheinend doch noch nicht vorbei. Erkunde Tsushima, um neue Orte zu entdecken. Ich habe gerade schon auf Aufnahmeende gedrückt. Drecksack. Dies ist eine Geschichte. Schließe Geschichten ab, um deine Legende zu erweitern und neue Ressourcen und Fähigkeiten zu erhalten. In dem Falle heißt Erweiterung der Legende Erfahrungspunkte. Und da schalten wir das Attentat frei, also den unehrenhaften Kampf, den wir eben noch abgelehnt haben, der sich aber als extrem nützlich erweisen würde. Wenn deine Legende wächst, erlernst du neue, mächtige Techniken. Na und wir sind jetzt hier. Wähle dein nächstes Ziel und lass dich vom Wind leiten. Aber wir haben hier
einige Fragezeichen. Also im Moment haben wir noch überhaupt gar nichts auf der Map. Aber theoretisch, genau. Und da, das ist Yuna. Und das ist Ishimura. Ishikawa. Shimura und Ishikawa. Mhm. Ja. Denn, wie man da sieht, können wir auch Bogen schießen. Was sich auch als sehr nützlich erweisen wird, wenn ich es mit Controller hinkriege, weil Schießen und Controller ist nichts, was ich gerne tue. Und da sehen wir schon, eine Ishikawa-Geschichte 1 von 9, das heißt allein ihn haben wir für 9 Quests. Yuna steht tatsächlich nicht dabei. Deswegen lassen wir uns erstmal dahin leiten. Und jetzt leitet uns der Wind in die Richtung, in die wir wollen. Nämlich nach da hinten. So. Okay, ich wollte schon wieder aufhören. Danke. Du kannst jetzt neue Orte mit dem leitenden Wind verfolgen. Leitender Windziel. Na, und jetzt haben wir hier tatsächlich ein bisschen aufgedeckt, weil wir da gerade stehen. Und, genau. Wir haben 3 Teile tatsächlich. Izuhara, Toyotama und Kamiagata. Und ja, das sind 3 Kapitel. Kapitel 1 findet hier statt. 2 da und 3 da. Irgendwie logisch. Und dann gibt es noch einen DLC. Zumindest für die PlayStation. Ich weiß nicht, ob es den für PC gibt. Ob der mit direkt mit dabei ist. Aber sofern es den gibt, mache ich den auch mit. Da gibt es dann noch was extra. Möchte nicht zu viel vorwegnehmen, weil das dauert eh noch viele, viele Stunden. Aber wir sind erstmal in Izuhara. Und genau. Das hier ist ein Dorf. Komoda, da waren wir eben. Und genau, theoretisch müsste dann auch hier der Überfall stattgefunden haben. Ne? Aber das werden wir früher oder später alles noch herausfinden. So, aber jetzt. Nach weiteren paar Minuten, weil ich einfach nur auf Pause drücken wollte, sage ich wirklich mal tschö. Vielen Dank fürs Zuschauen.